Guten Morgen und willkommen zurück. Gestern haben wir das Teilchen im Kasten modelliert. Wir haben das allgemein in drei Dimensionen eingeführt und dann habe ich das Problem vereinfacht, indem wir das Teilchen im Kasten in einen eindimensionalen Kasten betrachtet haben. Und wir haben gestern argumentiert, dass ein Teilchen im Kasten wird mit dem folgenden Hilbertraum modelliert. Das ist nur eine Modell, eine Annäherung. Die Realität ist ganz anders. Die Wände bestehen aus mehreren Teilchen und daher ist das richtige Modell ein Mehrteilchensystem. Aber wir betrachten nur ein vereinfachtes Modell für das Teilchen. Und ich habe argumentiert, dass die Wellenfunktion eines Teilchens in einer Dimension im Kasten, diese Wellenfunktion soll genau gleich Null betragen außerhalb des Kastens. Daher haben wir die Dirichlet-Randbedingungen eingeführt, dass alle Wellenfunktionen genau gleich Null sind für x außerhalb des Kastens. Hier habe ich das Teilchen als ja, eine Wolke auch abgebildet. Das Teilchen bewegt sich zwischen x gleich 0 und x gleich L. Und das Ziel ist, wie immer, die Dynamik des Systems zu lösen. Und die Dynamik des Systems wird mit Hilfe diesen Unitäroperator beschrieben. Und Ziel ist es, wie immer in der Quantenmechanik, irgendwie diesen Operator zu berechnen. In der Regel ist das schwer und daher lösen wir oder wir machen einen Zwischenschritt, indem wir die sogenannten stationäre Schrödinger-Gleichung lösen. Die stationäre Schrödinger-Gleichung ist nichts anderes als die Eigenwertgleichung. Gesucht wird Eigenvektoren und Eigenwerte, die diese Gleichung erfüllen. Und dann mit Hilfe dieser Eigenvektoren und Eigenwerte können wir dann am Ende diesen Unitäroperator aufbauen oder darstellen. Und dann haben wir das Problem gelöst. Dieses Verfahren ist nur in bestimmten Fällen erfolgreich. Normalerweise sind die Modelle der Quantenmechanik nicht zu lösen, nicht analytisch zu lösen. Man muss ja numerische Methoden anwenden und Annäherungen und so weiter. Aber wir haben das Glück, dass einige diese vereinfachten Modelle, die sind analytisch zu lösen. Wir haben echt das Glück gehabt, dass das möglich ist. Könnte gut sein, dass sogar diese vereinfachte Modelle nicht zu lösen war, aber wir haben das Glück gehabt. Daher habe ich gestern diese Eigenwertgleichung gelöst für das Problem hier. Und wir haben mit Hilfe Wellenfunktion, es ist nicht immer der Fall, dass eine Eigenwertgleichung dieser Form leicht lösbar ist, sondern normalerweise führen wir die Wellenfunktion ein und dann dürfen wir die Methoden der gewöhnlichen Differentialgleichung anwenden. Daher habe ich das Skalarprodukt zwischen dieser Gleichung und einer beliebigen Positionskette genommen. Und das hat uns eine Differentialgleichung geliefert, nämlich diese Differentialgleichung zweiter Ordnung. Wir haben diese Gleichung gelöst. Diese Gleichung haben wir mit Hilfe einen exponentiellen Ansatz gelöst. Und wir haben
eine allgemeine Lösung gefunden. Unsere allgemeine Lösung war der Form, hat der Form a eine beliebige Konstante mal e hoch mu x plus e hoch minus mu x. Das so lautet die allgemeine Lösung diese Eigenwertgleichung. Aber wir haben die Randbedingung nicht in Betracht gezogen. Wir haben dann diese Randbedingung dann gelöst und wir haben gefunden, dass a gleich b a gleich minus b sein muss. Habe ich nicht gestern explizit aufgeschrieben, aber a ist gleich minus b. Und dann haben wir diese zweite Randbedingung gelöst und herausgefunden, dass mu darf nur einen bestimmten Werte annehmen. Und nämlich ist mu immer gleich n mal pi mal i durch l, wobei n eine ganzzahlig ist. Und daher haben wir gefunden, dass nur bestimmte Eigenwerte erlaubt sind. Nämlich die folgenden Energieeigenwerte sind erlaubt. So lautet die Energieeigenwerte des Problems. Sehr interessant, weil für ein Teilchen ohne Einschränkungen, ein freies Teilchen in 1, 2, 3 Dimensionen, sind alle Energieeigenwerte, alle möglichen Energieeigenwerte sind erlaubt. Aber hier im Kasten und genau wie für den harmonischen Oszillator und so weiter, sind die Energieeigenwerte beschränkt und man kriegt nur eine Reihe von diskrete Energieeigenwerte. Und daher kommt, man sagt, dass die Energieeigenwerte quantisiert sind. Wir haben die Energieeigenwerte gefunden, aber die dazugehörigen Eigenvektoren oder Wellenfunktionen haben wir nicht explizit aufgeschrieben. Werde ich jetzt machen. Alle möglichen Eigenwellenfunktionen sind diese Form, wobei b gleich minus a ist. Das heißt, eine dazugehörige Eigenfunktion für en hat die Form a mal i und mu ist jetzt gleich n pi i durch l mal x minus a mal i minus n pi i durch l mal x. So sieht eine Eigenfunktion aus. Und ja, das ist eigentlich eine Sinusfunktion, ein bisschen anders geschrieben. Ich würde das so schreiben, 2 mal a mal i, i hoch n pi i durch l x minus i minus n pi i x durch l durch 2i. Und dabei haben wir eine Funktion der Form, eine Sinusfunktion. So sehen die Eigenfunktion aus für ein Teilchen im Kasten in einer Dimension. Und wir haben hierbei vorne
eine Konstante. Ne? A ist eine beliebige Konstante und 2 und i sind Konstanten. Wir umbenennen diesen Konstante als a'. Und wir erhalten darüber so eine dazugehörigen Eigenfunktion. Die sehen aus wie Sinusfunktionen. Das ist diese Wellenfunktion. Sind die Wellenfunktion, ist die Frage, eigentlich die Frage. Nee. Wir haben eine Funktion gefunden. Phi n x ist eine Funktion und wir wollen diese Funktion als Wellenfunktion betrachten. Eine Wellenfunktion erfüllt auch eine Bedingung. Diese Funktionen, die erfüllen die Randbedingung, man kann das relativ leicht hier beobachten, indem man x gleich 0 setzt oder x gleich l einsetzt, dann kriegt man jedes Mal Sinus von n pal n mal pi, das ist immer gleich 0. Aber diese Funktionen sind nicht immer Wellenfunktionen, weil Wellenfunktionen, die erfüllen eine weitere Bedingung. Ne? Eine Funktion darf eine Wellenfunktion bezeichnen, nur dann, wenn der Norm der Funktion gleich 1 ist. Es muss der Fall sein, dass die Norm dieser Funktion genau gleich 1 beträgt. Nur dann dürfen wir diese Funktion als Wellenfunktion betrachten. Das heißt, wir haben eine weiteres Integral zu berechnen. Und diese Konstante a' hat diese Form. Und wir müssen a' auswählen, damit das Integral hier genau 1 beträgt. Das Integral werde ich nicht machen, das ist eine Sache, das ist eine Übungssache. Ich lasse das Problem Ihnen lösen und sage nur, dass a' gleich A' gleich 2 durch L funktioniert und liefert uns eine normierte Wellenfunktion. Das heißt, die Wellenfunktion des Problems, die Eigenfunktion des Problems, sind Sinus NP durch LX mal Wurzel 2 durch L. Wie sehen diese Funktionen aus? Wir haben unser Kasten hier. Und das Teilchen, wenn das Teilchen in irgendeiner beliebigen Eigenfunktion präpariert wird, dann sieht diese Wellenfunktion so aus. Die erste Wellenfunktion sieht aus wie so ein Halbsinusfunktion. So sieht Phi 1 aus. Phi 0 hat gar keine Bedeutung, ne? Phi, weil wenn n gleich 0 ist, dann kriegen wir hier 0. Diese Funktionen sind normiert nur dann, wenn n Größe 0 ist. Das heißt, die erste Wellenfunktion, Eigenfunktion des Teilchens, ist so ein Halbsinusfunktion. Und dann die weiteren Funktionen sehen so aus. Das
sieht man phi 2x und so weiter. Ne? Und es gibt unendlich viele solche Funktionen, diese Eigenfunktionen. Und die sehen alle so aus, ne? Als Sinusfunktionen höherer Frequenzen. Sie werden in den Übungen die dazugehörigen Wahrscheinlichkeitsdichte ableiten für jede solche Eigenfunktion. Sie werden sehen, dass diese Eigenzustände bestimmte Eigenschaften haben. Aber Ziel ist heute nicht, diese Eigenfunktion selber zu erhalten, sondern die Zeitentwicklungsoperator. Das ist das Ziel des Spieles. Ne? Nur das hat eine physikalische Bedeutung. Man liest oft, dass diese Wellenfunktionen echt sind, ne? in die Literatur. Ein Quantensystem befindet sich nie in einem Eigenzustand. Man versucht es normalerweise in der Regel, ein Teilchen in einen Zustand zu präparieren. Eigenzustände haben die Eigenschaft, dass ein Teilchen in so einer Eigenwellenfunktion verändert sich nicht bezüglich Zeit. Diese Wellenfunktionen sind zeitunabhängig. Die Dynamik eines Teilchens in einer Eigenfunktion ist ganz einfach. Es gibt gar keine Dynamik. Das Teilchen bleibt für immer und ewig in so einem Eigenzustand. Aber in der Natur ist das nicht der Fall, weil Teilchen, es gibt immer Wechselwirkungen zwischen Teilchen und das Feld. Und nach beliebigen Zeit wird jede Teilchen in so einem Zustand ganz langsam mit dem Feld interagieren und dann verläuft das alles. Und das Teilchen befindet sich nach T-Sekunden in mehreren Eigenzuständen. Das heißt, es ist nur eine idealisierte Annäherung des Problems, zu sagen, dass ein Teilchen sich in einem Eigenzustand sich befindet. Wir werden jetzt diesen Zeitentwicklungsoperator jetzt herleiten. Und dann haben wir das Problem vollständig gelöst, sozusagen. Okay, ich definiere jetzt phi n durch diese Wellenfunktion. Das heißt, phi n ket stellt da genau diesen Wellenfunktion. Wir haben das mehrmals diskutiert, dass eine Wellenfunktion, dass ein Ket-Vektor eine Darstellung für eine quadratintegrierbare Funktion ist. Daher erhalten wir diese Ket-Vektoren und der Hamilton-Operator wirkt wie wirkt so auf diesen Eigenvektoren. Und jetzt können wir der unitäre Zeitentwicklungsoperator quasi sofort aufschreiben, weil
Sobald man eine Reihe von Eigenfunktionen und Eigenwerte hat, dann kann man Funktionen von solchen Operatoren ganz einfach berechnen. Wir müssen diesen Operator berechnen und dieser Operator ist ein Multiplikationsoperator bezüglich diesen Eigenbasis, diese Eigenvektoren phi n. Ups. Und daher haben wir unser Ziel erreicht. Und wir haben den Zeitentwicklungsoperator U erhalten als eine Summation über diese Ketbra-Eigenvektoren. Und diese Summation lief von n gleich 1 bis unendlich. Und jetzt können wir alle möglichen physikalischen Experimente mit Hilfe für dieses Problem lösen. Wir haben alle Postulate abgehakt und wir können beliebige Präparationen modellieren, beliebige Zeitentwicklungen modellieren und beliebige Messverfahren modellieren. Und das heißt, wir können im Prinzip alle möglichen Experimente für das Teilchen modellieren und Vorhersagen liefern und so weiter. Ich werde einen Kommentar zum Thema Grundzustand jetzt sagen. Okay, Grundzustand. Wir kommen zurück zu der Kinematik des Problems und betrachten die Energie der Energie, die Energie des Systems. Wir nehmen an, dass wir das Teilchen dass wir irgendwie das Teilchen in einen beliebigen Zustand präparieren können. Wir nehmen an, dass wir diese Macht haben. Und wir betrachten die Energie des Systems. Und die Energie ist nur in der Regel extrem schwer zu messen. Es ist, die Energie, eine Energiemessung ist in der Regel recht kompliziert. Und das können wir nur mit Hilfe solcher Operatoren durchführen, solche Messungen. Und im Labor ist das normalerweise extrem schwer. Wir messen Energien von Systemen nur indirekt in der Regel. Und wir verwenden die Wechselwirkung zwischen ein Teilchen und dem elektromagnetischen Feld normalerweise, um die Energie zu messen. Das ist, wie wir in der Regel Energie für einzelne Quantensysteme messen, ist nur indirekt mit Hilfe eines Feldes. Aber wir nehmen an, dass wir irgendwie die Energie messen können, beliebig gut, ne? Beliebig präzise. Wie lautet dann nach viele, viele Messungen von der Energie, wie lautet die Mittelwert der Energie? Durch diese Gleichung. Wir haben gesehen, dass die Mittelwert eine Messung
ist immer durch Spur von Ru mal dazugehörigen Messungsobservable dargestellt wird. Wir halten diese Mittelwerte. Wir führen eine Energiemessung, wir präparieren das System, wir führen eine Energiemessung durch, wir halten einen Wert, E, und dann wir führen diese Messung nochmal durch und nochmal durch und nochmal durch, bis wir genug Statistik gesammelt haben, damit wir so einen Erwartungswert bilden können. Und dann dieser Erwartungswert soll laut Postulate der Quantenmechanik genau Spur von Rho mal H Hütchen zu berechnen werden. Wie niedrig darf so ein Energieerwartungswert sein? Es gibt eine Schränke, ne? Die Energie darf nicht weniger als 0 sein, weil der Hamilton-Operator positiv ist. Aber es stellt sich heraus, dass es gibt eine Energieerwartung, eine niedrigste Energieerwartung, und dass diese niedrigste Energieerwartung erhalten wir für den Zustand Phi 1. Im Fall, dass wir das System in Phi 1, wir nennen diesen Zustand Grundzustand, im Fall, dass wir das System in diesem Zustand präpariert haben, dann können wir diesen Erwartungswert ziemlich einfach berechnen, indem wir diese zyklische Sporregel anwenden, indem wir diesen Eigenwert, Eigenschaft jetzt anwenden, H mal Phi 1 ist genau E1. Das heißt, die Energieerwartungswert für einen Eigenvektor ist immer die dazugehörigen Eigenwert. Und es gibt einen niedrigsten Eigenwert E1, und E1 beträgt, hab's vergessen, da. H zum Quadrat, Pi zum Quadrat durch 2ml zum Quadrat. Alle möglichen Erwartungswerte sind Größe gleich E1. In der Regel, wenn wir das System in einen Eigenvektor-Energiezustand präparieren, dann lautet dieser Mittelwert der Energiemessung immer En. Und weiter, und sehr interessant dabei, wenn man das System in einen Energie-Eigenzustand präpariert,
dann ist der dazugehörigen Standardabweichung oder Varianzen genau gleich 0. Die können die Varianz von die Energie betrachten. Wir erhalten dabei Spur von Rho mal H zum Quadrat minus Spur von Rho H Hütchen zum Quadrat. So lautet die Varianz. Und im Fall, dass wir das System in einen Energiezustand präpariert haben, dann erhalten wir hier En zum Quadrat minus In zum Quadrat, das heißt 0. Wenn wir das System in einen Energieeigenzustand präparieren, dann liefert uns eine Messung der Energie immer die dazugehörigen Eigenwert En und wir kriegen keine Varianzen. Die Statistik sind ganz, ganz genau nur En. Die liefern uns nur En. Sehr interessant dabei, Energie. Eigenvektoren haben besondere Eigenschaften bezüglich Energiemessungen. Aber wie gesagt, in der Regel ist eine Energiemessung sehr schwer zu implementieren im Labor und wir messen die Energie nur indirekt. Normalerweise mit Hilfe von Wechselwirkung mit dem elektromagnetischen Feld. Man bildet diese Information normalerweise so ab. Es ist in Büchern die folgenden Bilder zu sehen. Wir haben ein Kastenpotential. Hier wird Potential abgebildet bezüglich x. Wir betrachten das Problem als ein eindimensionales Problem. Wir haben ein Potential Vx. V beträgt unendlich für x außerhalb 0L und 0 für x in dem Intervall 0L. Und man sieht die folgenden Bilder. Man bildet hier die Energie, die dazugehörigen Energie an der Y-Achse ab. Ich habe das leider nicht so gut gemacht. Man bildet die Energieeigenwerte hier ab. E1, E2, E3 und so weiter. Die Lücken zwischen diesen Eigenwerte werden immer größer, weil die Eigenwerte nach n zum Quadrat sich verhalten. Und dann man bildet die dazugehörigen Eigenvektor, Eigenfunktionen ab. Das ist so eine künstliche Darstellung, ne? Eine Abbildung, die Eigenschaften des Problems. Und so sieht man es in der Regel in Büchern. So bildet man diese Informationen ab. Es ist tatsächlich so, dass wir Übergänge zwischen Eigenzustände im Labor beobachten können. Das ist schwer mit der Quantenmechanik präzise und richtig zu modellieren. Man sagt, es wird gesagt, dass ein Teilchen in so einem Energieeigenzustand bleibt immer so, ne, ist in so einem Zustand. Aber wenn es eine schwache Wechselwirkung zwischen das Teilchen und dem elektromagnetischen Feld gibt, dann kann das Teilchen in einem anderen durch die Dynamik dieser Wechselwirkung kann das Teilchen in einen anderen Energieeigenzustand sich
befinden nach t Sekunden. Und wenn das so passiert, dann muss diese Energie zwischen den ursprünglichen Zustand und den finalen Zustand irgendwo fließen. Und in der Regel fließt diese Energie in dem elektromagnetischen Feld. Und daher beobachtet man Energieniveaus in der Regel, also Differenzen von Energieeigenwerte. Man kann das sehr indirekt beobachten. Man sieht Photonen, diese Photonen, die bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit von dem System. Und diese Photonen haben die folgende Energie. Aber das ist eine Annäherung, eine sehr gute Annäherung. Es ist eine Annäherung. Und man kann die Energie eines Photons beobachten, man kann die Energie eines Photons messen, sehr, sehr gut. Und daher kann man die Differenzen zwischen Energieeigenwerten des Systems sehr indirekt beobachten. Man beobachtet diese Übergänge zwischen Energieeigenzustände mit Hilfe Photonen. Diese Photonen haben genau diese Energie, dank Energieerhaltung. Aber das ist alles eine Annäherung, eine sehr gute Annäherung, aber eine Annäherung des Problems. Um das alles richtig zu modellieren, benötigt man die sogenannten Quantenfeldtheorie. Das machen wir hier leider nicht. Gut, wir haben das Problem in einer Dimension gelöst, vollständig gelöst. Jetzt zu drei Dimensionen. Und da ist das alles ziemlich einfach. Wir können das dreidimensionale Problem lösen, vollständig, ohne Probleme, mit Hilfe dieser eindimensionalen Lösung. Wir führen nur einen Separationseinsatz durch. Drei Dimensionen. Wir betrachten jetzt unser ursprüngliches Problem. Das war das Problem, dass wir einen Kasten haben, einen quaderförmigen Kasten. Ich schreibe das ein bisschen anders auf. Das Teilchen darf nur die folgenden Positionen haben. X muss zwischen 0 und L liegen. Y darf nur zwischen 0 und L liegen und so weiter. Das Teilchen befindet sich in 3D in diesem Gebiet. G und Ziel ist es, die Dynamik des Systems zu lösen. Der dazugehörige Hamilton-Operator XYZ hat die folgenden Matrizelemente. Dabei haben wir diesen Nabla-Operator hier an der rechten Seite. So lautet
die Matrizelemente eines Teilchens in dreidimensionalen des Hamilton-Operators. Und wir lösen, wir machen das genau analog mit dem eindimensionalen Fall, wo gesucht wird Eigenvektoren und dazugehörigen Eigenwerte, Energieeigenwerte. Das Problem ist, wir lösen das Problem, indem wir die dazugehörigen Wellenfunktionen erst finden. Aber jetzt haben wir eine partielle Differentialgleichung. Lösen. Und diese partielle Differentialgleichung soll auch bekannt sein. Wir haben ähnliche partielle Differentialgleichungen der elektromagnetischen Theorie, Elektrodynamik gesehen, Helmholtz-Gleichung und so weiter, Laplace-Poisson-Gleichung, die sind ganz ähnlich. Und wir haben gesehen, dass solche partielle Differentialgleichung kann man mit Hilfe eines Separationsansatz lösen. Und das machen wir genau hier. Wir führen einen Separationsansatz durch ein, indem wir diese Wellenfunktion, diese Energiewellenfunktion Psi, Positionswellenfunktion Psi, x, y, z, wir schreiben diese Wellenfunktion als Produkt von drei getrennte Wellenfunktionen, n, m, l. Und wir setzen dieses Separationsansatz in diese Gleichung ein und dann wir entdecken dabei, dass Phi x, Phi y, Phi z genau die müssen genau die eindimensionalen stationäre Schrödinger-Gleichungen erfüllen. Wir haben dieses Problem schon gelöst. Problem. Wir erhalten dann für diese Phi-Funktion in diesem Separationsansatz die eindimensionalen Lösungen. Wir dividieren die beiden Seiten hier durch Phi, diesen Separationsproduktansatz. Und wir erhalten dabei eine eindimensionalen Problem getrennt für diese drei Funktionen. Und wir sehen, dass diese Funktionen genau die eindimensionalen Problem, genau die
dreidimensionalen Problem lösen. Und daher erhalten wir die folgenden Energie-Eigenvektoren. Ich schreibe diese Energie ein. Ich habe das ein bisschen allgemeiner hier im Skript. Einen Moment. Wir können das Problem ein bisschen allgemeiner haben, indem wir drei verschiedene Seitenlängen haben. Das erzeugt keine weiteren Komplexitäten. Wenn man das alles durchführt, dann kriegt man die folgende Energie-Eigenfunktion für das dreidimensionale Problem. Die sehen genau aus wie die für das eindimensionale Problem. Wir haben nur Produkte von drei solche Sinusfunktionen. So sehen die Eigenfunktionen aus. Die sind einfach Produkte von eindimensionalen Energie-Eigenvektoren. Und die dazugehörigen Eigenenergien lauten so. Das ist eine fortgeschrittene Übung für Sie, das alles zu erhalten, aber Sie haben die Methode in die E-Dynamik gesehen. Sie haben das Problem, das eindimensionale Problem und die Lösung des eindimensionalen Problems auch hier heute gesehen. Alles, was Sie machen müssen, um das alles zu beweisen, ist einen Separationsansatz durchzuführen. Und so erhält man die richtige Eigenfunktion und Eigenenergie für ein Teilchen in einem Kasten mit Seitenlänge Lx, Y und Lz. Es gibt ein paar andere Fälle, die wir lösen können, ein paar andere Gebiete, die analytisch lösbar sind. Ellipsoide Gebiete können wir auch die Schrödinger-Gleichung lösen. Sphärische Gebiete sind auch lösbar. Aber ein beliebiges Gebiet G ist es in der Regel nicht lösbar, analytisch zumindest. Hohlraumresonate werden in der Regel mit solche Gebiete modelliert. Jo, eine Frage? Entschuldigung. Ja, im Skript habe ich diese. Die sind Variable. Ne? Es ist egal, ob ich diese Variable NML nennen oder NX, NY, etc. nenne. Die sind alle natürliche Zahlen. Noch eine Frage? Ja? Ja, jetzt haben wir das M genannt, aber wir haben auch die Masse M dort, glaube ich. Oh ja, das war. Aha, okay. Tja. Dann, ja, gut. Dann muss ich das wie im Skript machen. Ich habe gehofft, dass ich ein paar. Wir können es groß M nennen, ne? Aber wir merken das einfach M-Strich, ne? M-Strich. Es ist eine Variable, ne? Aber Sie haben recht, ne? Es war nicht gut ausgewählt. Ne? M und M, das führt nur zur Verwirrung.
Gut, so modellieren wir Hohlraumresonatoren in der Physik tatsächlich. Und ja, wir haben echt das Glück gehabt, dass solche Probleme lösbar sind. Wir haben das Problem vollständig gelöst, wir haben den Hilbertraum beschrieben. Die Messungen haben wir in den vorherigen Vorlesungen auch modelliert und wir haben die Dynamik modelliert und gelöst. Das ist eine, ja, eine schöne Geschichte, wie man ein System der Quantenmechanik modelliert. Es gibt nur ein paar Beispiele, die wir so modellieren kann. Das nächste Beispiel ist der harmonische Oszillator, einige der wichtigsten Systeme der Physik, modellieren wir heute und dann nächste Woche. Und dann das Wasserstoffatom. Das Wasserstoffatom ist ein System, das wir auch analytisch lösen können. Wir können das alles von vorne bis Ende systematisch und analytisch lösen. Und dann hört es auf. Es gibt quasi gar keine Modelle mehr, die wir lösen können, analytisch in der Quantenmechanik. Danach müssen wir Annäherungen anwenden und das machen wir in der Regel. Es ist ja nicht so schön, aber es ist so. Die Physik ist, diese vereinfachten Modelle sind da, damit wir uns ein bisschen, Erfahrung mit Quantensystemen sammeln können, aber in der Regel sind realistische Systeme nicht analytisch lösbar. Und wir verstehen die Physik nur mit Hilfe solcher Systeme und Annäherungen davon. Gut, jetzt fangen wir mit unserem nächsten System an, nämlich harmonischer Oszillator. Wir lösen das Problem nur in einer Dimension. Aber die dreidimensionalen Versionen können wir mit Hilfe eines Separationsansatz auch genau analog lösen. Das heißt, das eindimensionale Problem enthält alle Komplexitäten des Problems. Rein klassisch gesehen ist die Energie eines Oszillators durch diese Gleichung gegeben. Man hat einen eindimensionalen harmonischen Oszillator und dann kann man die Energie des Systems berechnen, indem man diese x und die Koordinate zum Quadrat nehmen, mal Masse, Federkonstante Omega und den Impuls berechnen. Das haben wir alles in TOA gesehen. Wir haben eine Feder, eine Masse, eine Federkonstante und wir modellieren die Dynamik des Systems mit Newtonsche Gesetze und wir berechnen die Energie folgendermaßen. Das ist alles klassisch gesehen. Wir werden das alles jetzt Quanten machen. Und um das Problem Quanten zu machen, müssen wir durch die Postulate gehen, eins nacheinander. Man soll das Quantenproblem nicht als irgendeine klitzekleine Feder sich vorstellen, sondern das Quantenproblem taucht auf für elektromagnetische Felder. Wenn man das Feld in eine Glasfaser hat, kann man das Problem Quanten betrachten und dann erhält man nach vielen Schritten einen harmonischen Oszillator für das Problem.
eines Photons in eine Glasfaser. Das ist, es gibt viele, viele Schritte, bevor man einen Oszillator kriegt. Daher müssen wir dieses Problem als idealisiertes Modell betrachten. Wir lösen das idealisierte Modell und später wird dieses Modell immer wieder auftauchen in der Physik. Das heißt nicht, dass Quantenfäden nicht existieren. Vor kurzem gäbe es die sogenannte Optomechanik. Die Optomechanik ist ein Bereich in der Physik, in dem man Nanostrukturen aufbaut und deren Dynamik modelliert. Und man kann quasi Quantenfäden aufbauen mit Hilfe Nanostrukturen. Man hat klitzekleine Oberfläche, mit Silikon baut man klitzekleine Oberfläche und diese Oberfläche sind wie Trommeln und diese Trommeln bewegen sich effektiv nach einem harmonischen Oszillator. Diese Systeme gibt es jetzt. Man kann diese Systeme aufbauen im Labor und dieses Modell liefert uns eine gute Annäherung für deren Dynamik. Und das heißt, ja, man kann, diese Abbildung stimmt nicht, aber es ist eine gute Annäherung für diese klitzekleinen Trommeln, die wir haben in der Optomechanik. Okay, quantenharmonische Oszillator. Wie modellieren wir das System? Wir müssen alle Postulate durchgehen, wie immer. Es gibt 5 Postulate. Wir fangen mit dem Hilbertraum an. Welcher Hilbertraum ist dazu geeignet, das Problem zu modellieren? Hilbertraum, alle quadratintegrierbare Funktionen auf die reelle Zahlen. Diesen Hilbertraum modelliert die Position des Teilchens. Das Teilchen darf jede mögliche reelle Zahl annehmen als Position. Postulat 2 und 3 haben wir eigentlich schon diskutiert und wir haben unsere Beobachtungen für ein Teilchen, ein freies Teilchen, die gelten auch hier. Das heißt, Messungen werden mit Positionsmessungen modelliert und Impulsmessungen werden so analog modelliert. 4 und 4. Ne? 2, 3 und 4 hat mit Detektoren und Messungen zu tun, haben wir schon abgehakt für diesen Hilbertraum. Das heißt, wir müssen eigentlich nur die Dynamik des Systems irgendwie modellieren. Wir müssen einen Hamilton-Operator erhalten. Und sobald wir einen Hamilton-Operator haben, dann können wir die Dynamik des Systems dann lösen, genau analog mit dem Problem eines Teilchens im Kasten. Und ich habe eine Quantisierungstabelle vor ein paar Vorlesungen eingeführt. Und diese Quantisierungstabelle funktioniert in der Regel okay. Und hier ist heute genau so ein Fall. Die Quantisierungstabelle liefert uns ohne Probleme eine Quantisierung des Problems, indem wir die Hütchen aufsetzen. Das funktioniert manchmal, nicht immer, aber es funktioniert heute. Und daher haben wir einen Hamilton-Operator gefunden. Und mit Hilfe diesem Hamilton-Operator können wir jetzt die Dynamik des Systems
lösen. Und hierbei ist P Hütchen. Hat P Hütchen diese Matrizelemente? Ups, nee, nur einmal natürlich. Und wir werden das Problem lösen. Wie lösen wir das Problem? Okay, was sollen wir machen und was machen wir? Es gibt heute einen Unterschied zwischen diese Dinge. Im Prinzip sollen wir diese Eigenvektorgleichung lösen. Wer gesucht wird, die Eigenvektoren, die Eigenwerte, und dann mit Hilfe dieser Eigenvektoren und Eigenwerte sollen wir dann, können wir dann diesen Zeitentwicklungsoperator aufschreiben und dann haben wir das Problem gelöst. Was wir heute machen, ist ein Tick anders. Ne? Und wie lösen wir das? In der Regel mit Hilfe dieser Wellenfunktion. Können wir machen, das ist eine Methode. Und das ist diese sogenannten, wie nennt man diese Methode? Das Normalverfahren? Ich weiß nicht. Ich werde aber heute eine andere Methode Ihnen zeigen. Diese Methode heißt algebraische Methode. Und diese algebraische Methode ist einfacher. Und wir lernen auch dabei, eine andere Art und Weise, solche Probleme zu lösen. Das heißt, im Prinzip sollen wir diese Gleichung lösen, machen wir nicht, sondern wir verwenden algebraische Identitäten, um das Problem anders zu lösen. Und das funktioniert nur in besonderen Fällen, zum Beispiel der harmonische Oszillator. Diese Methode ist ganz einfach ein Trick. Dieser Trick ist so erfolgreich gewesen, dass wir das Familien von Quantenproblemen gelöst haben mit Hilfe diesem Trick. Und diesen Trick ist basiert auf einer Beobachtung. Und die Beobachtung ist es, dass diesen Hamilton-Operator, wir können diesen Hamilton-Operator eigentlich als ein Produkt von zwei anderen Operatoren schreiben. Das funktioniert eigentlich nur für harmonische Oszillatoren. Allerdings ist es so nützlich, dass wir diese Methode immer wieder versuchen anzuwenden. So, H, wir schreiben jetzt H als ein Produkt von anderen Operatoren. Ich muss jetzt diesen Operatoren jetzt einführen, definieren. Diesen Operatoren, die existieren im Sinne von Observablen nicht. Die sind nicht hermetisch. Die sind völlig beliebig irgendwie. Die haben quasi nichts mit der Physik, direkt mit der Physik zu tun. Aber wir können diesen Operatoren einführen trotzdem. Warum soll man so einen Operator aufschreiben? Ja, werden Sie sehen. Aber es ist nicht offensichtlich, dass man so einen Operator aufschreiben soll. Das ist echt, kommt von nix.
Warum habe ich das, diesen Operator eingeführt? Weil es gibt all diese schönen Identitäten. Und mit Hilfe dieser Identitäten können wir diese, unseren Hamilton-Operator umschreiben und dann eine neue Form des Operators entdecken. Und diese neue Darstellung liefert uns eine sehr schöne Methode, alle möglichen Eigenzustände aufzubauen. Ich fange an mit dieser Identität. Man berechnet A Hütchen mal A Hütchen Kreuz und erhält dabei folgender Operator. Sehr interessant hier zu beobachten ist es, dass A mal A Hütchen Kreuz sieht aus wie quasi wie den Hamilton-Operator für das harmonische Oszillator. Wir haben ein 2 mal H quer dabei. Diese Beobachtung ist sehr schön. Es erlaubt uns, eigentlich gibt es einen Fehler, glaube ich. Ah nein, nein, ist alles gut. Okay. Jo, eine Frage? Ah, ja, okay, die Frage ist, dass hier haben wir ein I, das muss auch quadriert werden. Warum haben wir kein Minus? Weil wir haben auch das Kreuzoperation eingeführt. Und das Kreuzoperation liefert uns ein Minusvorzeichen hier und dann haben wir am Ende ein Plusvorzeichen hier. Das heißt, A mal A Hütchen Kreuz sieht ein bisschen aus wie unseren Hamilton-Operator. Aber wir haben das, was ist das hier am Ende, ne? P, X, X, P, es hat gar nichts zu tun mit unserem Hamilton-Operator. Trotzdem berechnen wir weiter. Wir können auch A Kreuz mal A berechnen und wir erhalten einen ähnlichen Ausdruck. Dieses Mal mit Minus. Das heißt, A Kreuz A ist genau gleich diesen Ausdruck, aber dieses Mal Minus. Bla bla bla. Das heißt, wenn wir diesen beiden Operatoren zusammen addieren, dann erhalten wir ein Vielfaches von H. Wird das demnächst erklären, aber vorher, guck mal, wir haben auch hierbei P mal X minus X mal P. Aber diesen Ausdruck ist ein Kommutator, ne? Px minus xp ist der Kommutator zwischen p und x. Und diesen Kommutator haben wir vor Vorlesung 5, 6, 7 berechnet und ist durch minus i h quer Identität 1 Operator gegeben. Das heißt, diesen Ausdruck hier am Ende ist nicht so schlimm. Ne? Es ist nur ein Vielfaches von 1 Operator. Und hier auch.
Und eigentlich ist diesen Ausdruck hier durch der 1-Operator durch 2. Und hier ist diesen ganzen Ausdruck durch der 1-Operator durch 2, minus der 1-Operator durch 2, gegeben. Und das ist alles, ja, gut, ne? Lass uns dann A Kreuz minus A Kreuz A bilden. Warum machen wir das? Weil wir können diesen Hamilton-Operator ähnlichen Ausdruck wegkriegen. Und wir kriegen dann am Ende nur ein Vielfaches von I. Und welches Vielfaches eigentlich erhalten wir? Der 1-Operator. Das heißt, wir haben einen Operator definiert, A Hütchen, und diesen Operator erfüllt die folgenden Kommutationsrelation, Vertauschungsrelation. Und nehmen wir und betrachten wir eigentlich nur diesen Operator A Kreuz A, dann erhalten wir den Hamilton-Operator und ein Vielfaches von dem Hamilton-Operator. Wir haben schon beobachtet, dass diesen Ausdruck quasi den Hamilton-Operator bildet. Nein, das ist falsch. Betrachten wir diesen Operator, dann hoffentlich sehen Sie, dass diesen Ausdruck genau der Hamilton-Operator abbildet, aber nur ein Vielfaches davon, und dieses Vielfaches ist durch h quer Omega gegeben, und daher können wir sehen, dass a Kreuz a genau 1 durch h quer Omega mal h Hütchen gegeben wird. Aber es gibt auch so ein Konstante. Und diese Konstante ist der 1-Operator, oder eine halbe davon. Und daher schreiben wir das alles um, erhalten wir sehr interessant eine andere Darstellung des Hamilton-Operators. Und diese Darstellung ist sehr, sehr nützlich. Jo, eine Frage? Oh, danke schön, ja. Minus. Genau. Sonst macht das gar keinen Sinn.
Genau. Warum ist das so nützlich? Ne? Der Hamilton-Operator ist ein positiven Operator. Das ist per Definition sozusagen. Wir bauen unsere Operatoren auf, damit die positiv sind. Und positive Operatoren, die liefern uns nur positive Mittelwerte. Das heißt, die bilden positive Größen ab. Zum Beispiel, die Energie soll immer positiv sein in der Physik. Und hier haben wir diese Positivität quasi explizit aufgeschrieben. Eine der Eigenschaften einer positiven Operator ist, M ist positiv nur dann, wenn wir M als in diesen Form schreiben können. Und es gibt eine Konstante. Der 1-Operator ist irgendwie trivial, es kommutiert sich mit den anderen Operatoren. Wir haben es geschafft, diesen Hamilton-Operator quasi in diesen positiven Form zu schreiben. Und das es ist nicht offensichtlich, dass das hilfreich ist im Moment. Aber sobald man so eine Darstellung hat, dann kann man viel mehr über die Eigenvektoren und Eigenwerte sagen. Und ich hoffe, dass das klar wird, ne? Demnächst. Ne? Es ist nicht trivial zu sehen, dass das hilfreich ist. Und daher muss ich das argumentieren. Diesen Form hier, diesen ursprünglichen Form unseres Hamilton-Operators ist auch positiv. Ne? Wir haben H als eine Kombination von positiven Operatoren beschrieben. Warum ist diese Form nicht so nützlich wie diese Form, werden wir sehen. Wir haben dabei entdeckt, dass H quer immer größer gleich der 1-Operator ist. Das heißt, was bedeutet das, wenn wir Operatoren haben? Das bedeutet, dass H Hütchen minus H quer Omega durch 2 eine positive Operator ist. Das heißt, die Energie aller möglichen Zustände, Eigenzustände, ist immer größer gleich H quer Omega 2. Jetzt versuchen wir die Eigenvektoren und Eigenwerte zu berechnen für diesen Operator. Gesucht wird, ne,
diese Gleichung zu lösen. Und ich stelle jetzt die Frage, und wir werden diese Frage beantworten im Laufe der kommenden Vorlesung, ist oder bildet H quer Omega 2 selber einen Energieeigenwert? Und die Antwort ist natürlich ja. Ist E0 gleich H quer durch 2 ein Eigenwert? Und wir werden jetzt sehen, dass das tatsächlich der Fall ist. Das heißt, können wir einen Vektor phi 0, einen Kettvektor finden, der diese Gleichung erfüllt? Ist das möglich? Und mit Hilfe dieser Darstellung können wir sehen, dass das uns ein anderes Problem liefert. Das ist äquivalent mit dem folgenden Gleichung. Wenn wir diese Darstellung für H hier einsetzen und wir nehmen von der linken Seite H quer Omega durch 2 Phi 0, erhalten wir ja, H quer Omega mal diese Gleichung. Aber das ist ein Vielfaches von diesem Ausdruck. Und daher stellen wir die Frage, gibt es einen Vektoreigenket, einen Ketvektor Phi 0, der diese Gleichung erfüllt? Wenn so ein Ketvektor existiert, dann müsste es diese Gleichung erfüllen. Und hier haben wir eine schöne Beobachtung. Phi 0 erfüllt diese Gleichung nur dann, wenn A Phi 0 gleich 0 ist. Gut, diese Gleichung, wir versuchen diese Gleichung zu erfüllen. Diese Gleichung ist die folgende Norm. Wenn man die Norm von A Hütchen mal Phi 0 berechnet, dann erhält man diese Gleichung. Das heißt, gesucht wird ein Vektor Phi 0, der so eine Norm hat. Und das erfolgt nur dann, das ist eine der Eigenschaften der Normfunktion, nur dann, das passiert nur dann, wenn A Hütchen mal Phi 0 gleich 0 ist. Das heißt, Phi 0 bildet einen Eigenvektor des Hamilton-Operators nur dann, wenn A Hütchen mal Phi 0 gleich 0 ist. Und diese Gleichung ist einfacher zu lösen.
daher haben wir das alles gemacht. Ich werde diese Gleichung nicht heute lösen, aber Sie können, hoffentlich können Sie diese Gleichung lösen. Man will die dazugehörigen Wellenfunktionen und das liefert eine gewöhnliche Differentialgleichung, erste Ordnung, und solche Gleichungen sind recht easy zu lösen. Das machen wir nächstes Mal. Gut, aber für heute sind wir durch. Dankeschön.